Der freie Fernsehsender FS1 und RIP-TV präsentieren demnächst auf euren Internet-, Kabel- und Satellitenfernsehen aus Salzburg das Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Dann übergeben wir doch einfach jetzt, Dagmar, schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Gut, hallo. Guten Morgen und guten Morgen hier im Raum. Und guten Morgen, egal wo. Mein Thema heißt ja heute Kinder im digitalen Zeitalter. Und das deutet schon an, oder jedenfalls hoffe ich das, jedenfalls war es meine Absicht, dass es ein Unterschied ist im Umgang mit dem digitalen Equipment, was wir jetzt haben, ob man ein Kind ist oder ob man erwachsen ist. Was nicht heißt, dass alle Erwachsenen verantwortlich, schöpferisch damit umgehen, aber Kinder sind noch mehr darauf angewiesen, dass sie die Möglichkeit haben, die eigentliche Funktion ihres Gehirns zu entdecken, bevor sie sich in die digitale Welt begeben. Und die eigentliche Funktion unseres Gehirns ist nämlich, wen wundert's, eigentlich haben wir schöpferische Gehirne. Und eigentlich sind unsere Gehirne, wir wissen ja, wir haben zwei Hirnhälften, linke und rechte, ein Teil unseres Gehirns denkt eigentlich nur in Bildern. Und für unser Gehirn ist es eigentlich nicht wahrnehmbar, so sind wir einfach nicht designed und nicht programmiert worden, ob das unsere eigenen Bilder sind oder ob es Fremdbilder sind. Denn eigentlich ist dieser Teil unseres Gehirns dafür da, dass wir unsere eigenen Inspirationen und Ideen und das, was wir tun wollen, empfangen. Und bevor ich ein Haus baue, muss ich eine Vision haben oder bevor ich eine Schule gründe oder was auch immer. Und dass wir dann dieser Vision, wie der Name auch schon sagt, folgen und unsere anderen Geisteskräfte dem zur Verfügung stellen, um das zu tun. Und unser Gehirn erkennt den Unterschied, ob es sich um eine Vision handelt oder ob es jetzt hier eine reale Lampe ist, daran, dass ich Tiefenschärfeanpassungen mache. Also wenn ich jetzt hier raufkomme, dann erkennt mein Gehirn, ah ja, das ist offensichtlich 3D, meine Augen arbeiten da und passen sich an. Und wenn ich jetzt meine Augen nicht mehr diese Tiefenschärfeanpassung machen, dann schaltet mein Gehirn innerhalb von kürzester Zeit, das sind anderthalb Minuten oder so, schaltet das um in Visionsmodus, in Meditationsmodus. Das ist auch der Grund, weshalb man so leicht vorm Fernseher verhockt, weil nach kurzer Zeit das Gehirn in Meditationsmodus schaltet, weil unser Gehirn denkt, ah ja, da ist keine Tiefenschärfeeinstellung mehr, es handelt sich offensichtlich um innere Bilder. Und so nehmen wir die dann auf und schlunzen uns die rein und unser Gehirn unterscheidet nicht, ob es unsere eigenen Bilder sind oder ob es Werbung ist oder RTL oder Bewusst-TV oder Upendo oder Okitalk oder so. Wobei Okitalk ist ja ein Radiosender, da ist noch ein Unterschied. In dem Moment, wo ich etwas höre, aber nichts dazu sehe, habe ich, wenn ich darauf achte, wir haben nur verlernt, darauf zu achten, eigentlich den Zugang zu den inneren Bildern. Ich kann daran auch unterscheiden, ob ich angelogen werde zum Beispiel. Wir alle kennen das, man hört, die Worte höre ich wohl, allein es fehlt der Glaube, man hört jemanden reden, aber die Bilder sind ganz anders und jemand redet über Frieden und man sieht aber innerlich was ganz Unfriedliches. Und dann merken wir, wenn das nicht übereinstimmt. Und diese Fähigkeit hat eigentlich jeder. Das ist unsere ganz natürliche Fähigkeit. Wenn ich jetzt Baum sage, hat jeder von Ihnen irgendwas Baumhaftes in seinem Kopf, was unterschiedlich ist, aber ist ja egal. Und diese Fähigkeit, das zu unterscheiden und die Worte, die wir hören, auf ihre Stimmigkeit zu überprüfen, ist aber etwas, was wir nie trainieren. Was wir in der Schule nicht lernen, was wir insgesamt nicht lernen. Und heute ist eben speziell im digitalen Zeitalter das Problem, wir, die wir hier sitzen, sind erwachsen und haben unsere Kindheit noch analog verbracht. Ja? Wir sind noch auf Bäume geklettert, wir haben noch, Mensch, ärgere dich nicht,
Spiel auf dem Brett gespielt und haben noch wirklich mit der realen Welt interagiert, weil es einfach noch nichts anderes gab. Ich hatte einen Radiorekorder, aber das war eben auch ohne Bilder. Und die Kinder heute, die wachsen eben in eine Welt rein, wo sie im Grunde von Anfang an, wenn man das sieht, manchmal schon die kleinen Babys, gefüttert werden mit Bildern, die nicht ihre eigenen sind. Und wir denken immer, naja, es ist ja dann doch wichtig, welche Bilder sie sehen. Das stimmt auch. Aber entscheidend, was wir überhaupt nicht berücksichtigen, ist allein die Tatsache, dass sie die ganze Zeit nicht ihre eigenen Herzensbilder sehen, sondern das, was von irgendwoher kommt, das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Weil, wie jeder weiß, der sich in Meditation übt oder insgesamt seine Imaginationskraft beachtet und beobachtet, sind diese inneren Bilder, die sind nicht so laut kreischend in aller Regel, sondern die sind fein, die sind zart. Man muss in die Stille gehen und man muss Raum dafür machen. Und ich erinnere mich, als ich Studentin war, gab es dann so eine Phase, wo alle Leute Herr der Ringe lasen, die Bücher. Und ich auch. Ich habe eine Woche mein Studium unterbrochen, habe Herr der Ringe gelesen und habe natürlich ganz viele Bilder dazu gehabt. Ist ja klar. Und dann kam irgendwann ein paar Jahre später, kam zuerst ein Comicfilm raus vom Herrn der Ringe. Und ich weiß, ich bin damals wirklich auf die andere Straßenseite gegangen und habe vermieden, das Kinoplakat anzugucken, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich da einmal hingucke, dann sieht für mich Frodo so aus wie diese Comicfigur. Und ich verliere meinen eigentlichen Frodo und Aragorn und was weiß ich. Und später, als dann diese Filme rauskamen von Peter Jackson, die habe ich mir dann auch angeguckt. Hatte dann ja auch schon 20 Jahre meinen eigenen Frodo genossen. Aber im Grunde war es mir klar, und genau so war es auch, heute sieht Frodo für mich so aus wie dieser Schauspieler. Und alles ist, diese Bilder haben im Grunde meine eigenen inneren Bilder ersetzt. Und jetzt bin ich schon erwachsen und wir, die wir hier sitzen, sind auch überwiegend ja Menschen, die diese Bilderflut aktiv benutzen. Also ich liebe das Internet, ich bin ganz viel im Internet, ich nutze es, um meine Ideen, meine Visionen zu verbreiten, um mich mit anderen zu vernetzen. Wir haben eine basisdemokratische Chance jetzt, eine selber Herr unserer Information zu werden, wie noch nie zuvor, wenn wir sie denn nutzen würden. Und das Problem bei unseren Kindern ist eben, dass wenn sie schon so früh mit fremden Bildern geflutet werden, zum Teil noch bevor sie überhaupt sprechen lernen, hereinspaziert, dass sie praktisch, dass diese Fähigkeit, die bei uns schon nicht gepflegt worden ist, die wir aber doch immerhin, wenn wir ein Buch gelesen haben, wenn wir selber gemalt haben, wenn wir draußen in der Natur waren, wenn wir gespielt haben, ich habe immer Winnetou und Old Shatterhand gespielt und ich hatte natürlich innere Bilder dazu. Auch zu den Karl-May-Büchern hatte ich innere Bilder. Und die Kinder heute, zum Teil, bevor sie sprechen lernen, oder eigentlich nicht nur zum Teil, sondern ganz überwiegend, sind sie die ganze Zeit mit künstlichen Bildern überflutet. Nicht nur Videos und Filme und Tablet, da gibt es ja ein eigenes Genre für die unter zweijährigen Kinder. Das kriegen die Leute gar nicht mit, wenn sie nicht selber ganz kleine Kinder haben. Und auch schon die normalen künstlichen Bilder sozusagen sind ja in einer unglaublichen Überflut vorhanden. Und das bedeutet, dass unsere Kinder ganz unabhängig davon, ob sie jetzt nur ganz gute und förderliche Inhalte zu sehen kriegen oder ob sie schon den Horrorfilm mitgucken müssen, sie werden im Grunde von ihren inneren Bildern abgelenkt. Und das Entscheidende ist, wenn man untersucht, die Neurologen können ja heute sehr, sehr gut untersuchen, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn ist eigentlich ein Schöpferapparat und der ist so designed, wir empfangen von unserer Gesamtheit sozusagen, von unserem großen Ich, empfangen wir die Bilder und das Nicht-Bild-Gehirn, der restliche Teil des Gehirns, sagt, okay, alles klar, und versucht das in die Tat umzusetzen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, ist es aber gar nicht. Es ist einfach nur Physik und Elektromagnetik und so weiter. Unser Gehirn ist praktisch ein Realitätenmacher. Also er will unsere Bilder real machen.
Und das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel, wie es ja in vielen Serien der Fall ist im Moment, die ganze Zeit mit apokalyptischen Visionen versorgt werden, ne? Also mit Zombies und Untergang und The Day After Tomorrow und all diesen ganzen Untergangsvisionen. Jeder kennt diese Binsenweisheit, der Kosmos kennt kein Nein. Es ist völlig wurscht, mit welchen Gefühlen wir das anschauen. Indem wir die Bilder in uns tragen, verstärken wir sozusagen diese Tendenz, dass das auch Realität wird. Unbewusst. Und sei es nur, man kann das auch ganz vordergründig sich ableiten, wenn mir immer schon erzählt wird, wenn du durch den Wald gehst, dann kommt da der böse Wolf und frisst dich auf. Ja? Und irgendwann gehe ich durch den Wald und dann kommt da ein größeres vierbeiniges Tier auf mich zu. Mein erster Gedanke wird sein, das ist jetzt der Wolf. Ja? Und gleichzeitig, obwohl ich natürlich nicht will, dass der Wolf mich frisst, habe ich es aber schon so oft gehört, dass der Wolf die Kinder frisst und das, dies, das, dass es mir auch irgendwie auf eine Art vertraut erscheint. Und ich eigentlich auf eine merkwürdige Art damit einverstanden bin. Und unsere Kinder wachsen heute in eine Welt rein, wo die Unterschiedlichkeit ihrer Aufgabe als kleine Kinder, nämlich dass sie wirklich erstmal die 3D-Welt erforschen müssen, nicht berücksichtigt wird. Sondern im Moment ist es so, dass jetzt sogar in den Kindergärten und in den Krippen digitale Geräte eingeführt werden, weil man glaubt, dass die Kinder dann eben lernen, intellektuell lernen, früher damit anfangen und außerdem ist es in der Wirkung, und das ist die große, große Versuchung für alle, die mit Kindern leben und die Kinder betreuen, der Mohnschnuller unserer Vorfahren ist harmlos gegenüber dem iPhone, wenn ich so einen kleinen Butzel gebe. Ja. Das ist derartig suchterregend. Und es gibt Untersuchungen auch an Erwachsenen, dass Manager, selbst wenn sie in einer ganz wichtigen Sitzung sind und es kommt dieses Tonsignal, ja, das ihnen anzeigt, da ist jetzt irgendwie eine WhatsApp-Nachricht gekommen, der ganze Organismus reagiert. Das ist so eine pavlovsche Reaktion. Und sie stehen quasi unter dem Zwang, ja, obwohl sie wissen, es sind nur die Fußballergebnisse oder so. Na gut, nur, aber das zu prüfen, ja. Ich mache im Moment gerade Urlaub hier in Österreich und gönne mir Freiheit vom Netz und kann aber nicht verhindern, selbst wenn ich nur auf die Uhr gucke, dass ich dann so sehe, wie die Liste meiner ungelesenen E-Mails ansteigt. Heute Morgen waren es irgendwie 229 oder so. und ich merke, dass es mich auch einen willentlichen Entschluss kostet, dem nicht nachzugehen. Und dafür sind unsere Kinder im Grunde nicht geschaffen, sondern die sind ja hier, um alles zu erforschen. Und wenn sie dann eben diese künstlichen Bilder kriegen, dann erforschen sie die. Und es gibt immer mehr Kinder in den Kindergärten und in den Krippen, die eine ganz neue Art von Störung haben, die Schwierigkeiten haben, zweidimensionale Welt und dreidimensionale Welt zu unterscheiden. Die auch motorisch, dass unsere Kinder motorisch immer ungeschickter werden, ist ja schon lange bekannt, ne? Dass die Kinder heute eingeschult werden und können nicht auf einem Bein stehen oder können nicht rückwärts gehen. Aber das verschärft sich jetzt eben noch. Und mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, ja, das ist alles des Teufels und bitteschön hereinspaziert und bloß weg mit allen digitalen Geräten. Es gibt auch eine Ebene, wo auch das stimmt. Denn eigentlich ist all das, was wir jetzt mit den digitalen Geräten machen, nur ein mickriger Abklatsch von dem, was eigentlich unsere Fähigkeit ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen eigene Kinder großgezogen hat. Bei meinen Kindern habe ich bei beiden, als sie noch Säuglinge waren, ganz deutlich erlebt, dass sie versucht haben, mit mir im Grunde telepathisch zu kommunizieren und
Ich fand damals, ich hatte einfach auch Schiss davor und das war mir unbehaglich. Und meine Kinder sind richtig sauer geworden. Ja? Ich habe richtig gemerkt, die waren erbost. Jetzt stell dich doch nicht so an. Und ich habe natürlich versucht, ihnen die Wünsche von den Augen abzulesen, aber auf diese nonverbale Kommunikation. Und ich habe wirklich gemerkt, sie versucht, mit mir zu kommunizieren. Und ich habe mich im Grunde geweigert. Aus irgendwie, weiß ich auch nicht, Unbehagen und ja. Und dann haben sie sich dann ergeben und haben sprechen gelernt. Und das ist ja auch das Normale. Nur eigentlich haben wir alle die Fähigkeit, uns über Bilder zu kommunizieren. Und der Witz dabei ist, dass wir eben mit diesen Bildern im Grunde viel schwerer lügen können, weil die Bilder sind die Bilder, die ich in mir trage. Und diejenigen, die dann so als Pferde oder Hunde oder Katzenflüsterer bezeichnet werden, tun nichts anderes als den Tieren, die können ja die Bilder lesen. Also so funktioniert eigentlich Kommunikation. Tiere haben ja keine Sprache. Und es gibt lustige Geschichten von einer Frau, die Besuch kriegte und der Besuch erzählte nur verbal, dass ihre Katze zu Hause gestern die ganze Klorolle runtergezwiebelt hat und im Bad verteilt hat. Und die junge Katze der Besitzerin war dabei, war im Raum und am selben Tag machte sie dasselbe. Und sie hat natürlich nicht die Worte verstanden, sondern sie hat die Bilder aufgegriffen. Und unsere Kinder brauchen eigentlich, um in Kontakt mit ihrer Schöpferkraft zu kommen, diese Fähigkeit, diese inneren Bilder wahrzunehmen und denen zu folgen. Und dann können wir unser eigentliches Potenzial als Schöpferwesen überhaupt erst wirklich manifestieren. Natürlich wird genau deswegen auch alles getan, um das zu verhindern. Wir wissen nicht, dass es so ist. Es ist normal, dass man jeden Tag mehrere Stunden am Fernseher verbringt oder die jungen Leute dann halt auf YouTube. Das ist im Grunde egal. Also natürlich, ich habe schon 40 Jahre keinen Fernseher mehr und ich bin auch immer wieder auf YouTube. Aber im Grunde ist es nur ein sehr geringer Unterschied, ob ich dem Fernseher und der Zeitung blindlings glaube, ja, du, das stand in der Zeitung, ja. Oder ob ich sage, ja, das war aber auf YouTube, da habe ich aber ein Video gesehen, guck's dir an. Also die erklären das da ganz gut und unsere gesamte Kommunikation verändert sich, hat sich schon sehr, sehr stark verändert. Früher haben wir uns unterhalten, heute zeigen wir uns gegenseitig lustige oder auch nicht so lustige, aufklärende kleine Filmchen. Und hier, und kennst das schon und so und schicken uns Emoticons. Ist auf der einen Seite, merkt man daran, dass wir eigentlich Bilderwesen sind. Aber auf der anderen Seite sind es nicht unsere eigenen Bilder, sondern wir gewöhnen uns dran, obwohl jeder von uns praktisch Zugang zur Unendlichkeit an individuellen Bildern und Ideen hat, gewöhnen wir uns daran, mit den 30 Grimassen, die da auf Skype zur Verfügung gestellt werden, unser ganzes Gefühlsleben zum Ausdruck zu bringen. Und wir gewöhnen uns daran, nicht mehr unsere eigenen Gedanken mitzuteilen, sondern uns Filmchen zu schicken, in denen andere Leute ihre Gedanken formuliert haben. Und das bedeutet, obwohl wir heute das Gefühl haben, wir sind so unglaublich vielfältig in dem, was wir für Möglichkeiten haben, das stimmt ja auch, ich meine, ne, Internet ist wirklich sehr vielfältig, trotzdem ist es eigentlich eine Kanalisierung einer Vielfalt, die so vielfältig wäre, wie es Menschen gibt, in, ne, 80 Millionen Leute haben halt dieses Video geguckt und 60 Millionen diese und wenn Lady Diana stirbt, dann gucken irgendwie 1 Milliarde Menschen diese schwarzmagischen Rituale an, die da fabriziert werden. Also das ist eine Kanalisierung. Und unsere Kinder, die eigentlich ja mit den Bildern kommen, jeder von uns bringt ja die Bilder mit, jedenfalls erlebe ich das so, wie es hier eigentlich sein soll. Und die Leute, die ich kenne, die unermüdlich, so wie ich ja auch, relativ unermüdlich, die ganze Zeit damit beschäftigt sind, die Situation hier auf der Erde zum Guten ändern zu wollen, beziehen ihre Kraft, oder jedenfalls ist das mein Eindruck, aus dem Gefälle zwischen dem, was ich hier vorfinde und dem, was ich eigentlich als Bild, ich fasse mal hier hin, aber eigentlich
eigentlich müsste ich hier das Mikrofon nicht antatschen, also was ich eigentlich an Bildern im Herzen trage. Und dieses Gefälle ist bei mir ziemlich groß und deswegen will ich unbedingt was ändern. Und das sind wir ja alle hier, Zustandsverbesserer sozusagen. Und wenn wir den Zugang zu diesen Bildern nicht mehr haben, zu diesen eigentlichen inneren Bildern, wenn unsere Kinder diese Chance nicht haben, diese Bilder in sich lebendig zu halten, dann ist hoffentlich deutlich, wie zentral das ist, wie uns dann die Visionskraft, die mit jeder neuen Generation wieder hier auf der Erde sich manifestieren kann, jede Generation bringt uns wieder ein Stückchen weiter, die geht im Grunde verloren. Und selbst wenn die Kinder noch in Kontakt mit ihren inneren Bildern sind, obwohl die eben so zugeschwemmt werden, erlebe ich, wenn sie dann in das Alter kommen, wo jeder von uns, nämlich in der Pubertät, gefunden hat, also was haben die denn hier mit dem Planeten gemacht, das geht ja gar nicht. Ja? Und jetzt komme ich und wir machen jetzt alles anders. Und diese unglaubliche Aufbruchsstimmung der Jugendlichen, die im Grunde zentral wichtig ist, ja, weil die Jugendlichen noch nicht die Erfahrung gemacht haben, wie wir Älteren, dass nicht alle Blütenträume reifen und dass man nicht alles wirklich manifestieren kann, was man sich vornimmt, sondern dass man immer nur so in die richtige Richtung stolpern kann. Die haben so dieses Unbedingte und glauben auch daran, dass sie das jetzt wirklich hinkriegen. Und das bringt uns dann wieder vorwärts. Und diese Kraft, dieser unbändige Elan und dieses Gefühl, jetzt komme ich und ich mache die Welt neu, die wird heute bei sehr, sehr vielen Jugendlichen abgesaugt durch die Computerspiele. Nämlich die Zeit, die sie eigentlich, und diese Kraft der Veränderung, die in ihnen tobt und rüttelt und möchte, dass sie jetzt wirklich hier was machen, die verbringen sie dann damit, auf einen höheren Level zu kommen und sich irgendwie das goldene Diamantschwert zu kriegen und den auszurauben und das Ziel zu erreichen und so. Und diese Welten, ich habe ja zwei Söhne und die haben mir genug vertraut, um mir dann einiges zu zeigen, die ist uns Erwachsenen eigentlich relativ verschlossen. Also ich jedenfalls kann mich da noch nicht mal richtig bewegen. Mir wird dann schwindelig, weil das alles so Labyrinthe sind, wo man dann mit der Maus oder mit dem Joystick, ich komme da kaum um die Ecke und dann hups, gibt es mir nach oben weg. Und die eigentlichen unendlichen Welten, die da drin sind, haben eben eine ganz, ganz große magische Anziehungskraft, die aus mehreren Gründen sogar noch größer ist als die wunderbare reale Welt. Und diese Gründe möchte ich ganz kurz zusammenfassen. Der erste Grund ist, wer jemals mit so diesen Spielen sich beschäftigt hat, weiß, bei Minecraft oder egal was es ist, man klickt da so hin und dann sitzt das da, ja? Wenn ich früher Lego gebaut habe, dann passte das mal nicht und es war irgendwie verstopft oder es ging nicht. Oder wenn ich mit Ästen was gebaut habe, dann rutschte das ab und dann musste man es nochmal versuchen. Daran war man gewöhnt. Und dann hat man sich noch wehgetan und ist ausgerutscht und dann hat man sich noch schmutzig gemacht, kriegte Ärger. Es war im Vergleich zu diesem Klick und dann sitzt da der Baublock, wo er hin muss und wenn ich das richtige Icon anklicke, dann das geht alles wie mit Zauberhand. Und es geht so wie mit Zauberhand, wie wir es kennen, sozusagen, wenn wir nicht mit dem Körper rumlaufen, dann mag es ja Welten geben, wo wir auch gedacht, getan, wo es so einfach ist. Und dieser Schulungsplanet Erde, wo man so mühsam alles sich erarbeiten muss, wo alles umkippen kann, man Sand in die Augen kriegt und sich die Knie aufschürft, das ist ja extra eine Verlangsamung, die eingebaut ist, damit wir unseren Willen schulen, damit wir trotz all dieser Hindernisse das tun, was wir wollen. Denn wenn wir später mal, wenn wir groß sind und ein eigenes Sonnensystem lenken oder so, dann kann es nicht sein, dass wir finden, ach, jetzt habe ich irgendwie gerade keine Lust und was ist das denn da für ein Planet und hups, ist alles in Unordnung, sondern da müssen wir mit unserem Willen im Einklang sein. Und
diese Einfachheit, mit der die Dinge im Geistigen passieren, im Geistigen kann ich mir alles vorstellen und kann Luftschlösser bauen und es geht total einfach, die geht uns hier, sozusagen, da haben wir hier ein ganz hartes Training, wenn wir uns in der dritten Dimension bewegen. Und wenn ich dann aber mich vor einen Bildschirm setze, klick, 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 das geht so leicht und so mühelos, das ist so viel einfacher, gerade für ein kleines Kind, was ja noch motorisch nicht so geübt ist wie wir, das hat eine unglaublich starke suchterzeugende Kraft. Der zweite Punkt ist, wir alle sind ja sozusagen, laufen hier in Säugetierkörpern rum und die Säugetiere sind eine ganz neue Erfindung im Rahmen der Evolution, in dem, im Unterschied zu den Reptilien, unsere Jungen ganz hilflos sind. Damit wir unsere Jungen in der Evolution nicht aufgegessen hätten oder vernachlässigt hätten, sondern alles für sie getan hätten, musste die Natur, sage ich jetzt mal, im Grunde etwas Neues erfinden. Und dieses Neue ist diese Fürsorglichkeit, dieser Bindungsinstinkt, ja, dass wir uns vierteilen lassen würden für unsere Jungen und dass wir alles tun, dass wir selber hungern und frieren, damit unsere Kinder noch das Letzte kriegen und es warm haben und so weiter. Denn sonst, wenn wir jetzt Krokodile wären oder so, hätten wir gar keinen Anlass. Umgekehrt ist, damit das funktionieren kann, ist auch notwendig, dass unsere Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, sofort gucken, wo ist hier der, der mir hilft? Ja, ich weiß ja, ich muss in diesen Raumanzug erst reinwachsen und der wächst mit, aber ich kann ihn noch gar nicht richtig bedienen. Ich brauche unbedingt jemanden im Anfang, muss der mich füttern, muss mir den Hintern abwischen, alles. Und Kinder brauchen diese Bereitschaft, sich versorgen zu lassen. Und deswegen ist jede Bindung immer, entweder bin ich in dieser Fürsorglichkeit und sorge für den, den ich als schwächer empfinde, oder ich denke, oh Mensch, der ist stärker als ich und klüger und so, jetzt darf ich da mal was lernen oder kann mir von dem was geben lassen, kann dem meine Bedürfnisse zeigen. Das ist das Wechselspiel. Und dieses Wechselspiel ist entscheidend wichtig für uns als Menschen, aber damit wir dem auch genügend Gewicht beimessen, ist es eben mit Gefühlen verknüpft. Und wenn ich das Gefühl habe, Mama guckt jetzt ganz böse, weil mir der Topf umgefallen ist und wahrscheinlich hat sie mich jetzt nicht mehr lieb, dann hat das ganz, ganz starke Auswirkungen auf meine Gefühlswelt. Und diese Gefühle sind nicht alle nur angenehm, die sind auch unangenehm. Und das ist sehr verletzlich, kleine Kinder beten ja ihre Eltern an und erhoffen alles von ihnen. Und erst in der Vorpubertät wird ihnen dann allmählich klar, dass sie gar nicht Göttinnen und Götter sind oder jedenfalls nur in eingeschränkter Version gerade. Und vorher erhoffen sie alles von ihnen. Und wenn es da Verletzungen gibt, dann tut das eben weh. Wenn ich aber an einem Computerspiel spiele, dann weiß ich erstens, also wenn ich jetzt abstürze und ich bin tot, okay, ich habe noch ein Leben oder ich habe noch so und so viele Punkte, dies, das, jenes. Es ist nicht verletzlich. Ich kann mich so oft irren, wie ich will. Es hat alles keine letztlichen Konsequenzen, außer dass ich irgendwie runtergestuft werde. Aber es ist alles eigentlich in diesem kleinen Kästchen drin. Und diese scheinbare Unverletzlichkeit ist auch etwas, was zutiefst anziehend ist, weil wir es gerne vermeiden wollen. Und jeder von uns hat das schon erlebt, wenn wir persönlich getroffen sind und es uns nicht gut geht, dass wir uns irgendwie entweder mal irgendeinen blöden Film reinziehen oder ein Buch lesen oder aus der Wirklichkeit fliehen. Das ist einfach eine Möglichkeit, die wir dann benutzen. Und wenn aber diese Fluchtmöglichkeit so allgegenwärtig ist und so angeboten ist und gleichzeitig Mama, während sie mit mir spazieren geht, auch die ganze Zeit am Chatten ist und nicht mehr bei den Hunden sieht man es schon immer, die dann so traurig da Gassi gehen, während ihre Herrchen nicht mehr Stöckchen werfen, sondern telefonieren. Und bei den Babys ist es auch ein neues Phänomen, dass viele Eltern mit Erschrecken feststellen, dass sie wirklich Bedürfnisse ihrer Kinder nicht wahrnehmen, weil sie in dem Moment abgelenkt waren und noch die 130.000. E-Mail schreiben mussten oder am Chatten waren oder eben nur noch dieses kleine lustige Video angucken mussten. Das heißt, wir werden im Grunde von unserem eigenen Leben abgelenkt
und werden und unsere Kinder wachsen schon in so eine beziehungslose Welt hinein. Also ich beobachte das auch auf der Straße. Die Kinder sitzen ja dann eh neuerdings abgewandt von den Erwachsenen, die sie schieben, und gucken so. Und mit ihnen spricht eben oft auch wirklich niemand, weil der Erwachsene sein Handy am Ohr hat. Und diese Kommunikationsmöglichkeiten bewirken auch, also das ist einfach im Grunde ein globales Experiment, was hier abläuft. Und ich bin sicher, dass wir die Kraft haben, letzten Endes auch da sozusagen rauszuwachsen und damit umgehen zu lernen. Aber im Moment sind wir erstmal alle überrollt. Wenn ich im Zug sitze, unterhalten sich die Menschen nicht mehr, sondern jeder sitzt an seinem Ding oder hat den Autistenklemme im Ohr oder man zeigt sich gegenseitig lustige Videos. Und es ist still, es ist still geworden, weil wir nicht mehr miteinander reden. Und ich glaube, dass uns das ja schon auffällt und dass wir da auch rauswachsen werden. Nur die Kinder, die jetzt geboren werden, haben eben ein Risiko, als Kollateralschäden wirklich nicht genügend gefördert zu werden. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir da sehr wach sind und sehr aufmerksam sind. Wir würden ein dreijähriges Kind nicht ans Auto setzen, also außer auf unserem Schoß, mal für eine Minute in die Garage, darf es dann reinlenken oder so. Wir wüssten, es ist dieser Herausforderung von seiner Gehirnreife her noch nicht gewachsen, da das alles zu berücksichtigen gleichzeitig. Das kann es noch nicht. Und genauso ist es eben auch mit den digitalen Medien. Kleine Kinder sind im Grunde noch nicht reif. So wie sie noch nicht reif sind für Alkohol oder für Sex, sind sie noch nicht reif für dieses Verlorengehen in den digitalen Welten. Sie haben noch nicht die Willenskraft, sie haben nicht den Überblick und ihr Gehirn nimmt das alles noch viel mehr für bare Münze, als wir es schon geneigt sind zu tun. Auch wir, unser Gehirn fällt ja drauf rein, aber die Kinder haben ja noch nicht mal diese haptische Erfahrung, die wir zumindest genossen haben in unserer Kindheit. Und das machen wir uns nicht klar. Als meine Kinder klein waren, gab es ein Computerspiel, das war so eins nur mit stehenden Bildern von Patterson und Findus. Und da gab es so verschiedene Geräte, die eigentlich dazu da waren, wurde mir dann klar, also für mich war es eigentlich von ganz deutlich, Hebelwirkung sollte man da verstehen und andere mechanische Wirkungen. Und dann gab es so Aufgaben, das musste man da irgendwie klicken. Und irgendwann habe ich gemerkt, für mich war es klar, dass da die Hebelgesetze demonstriert wurden. Für meine Kinder war das überhaupt nicht klar. Für die war das nur irgend so ein Bild. Und wenn sie da drauf drückten, dann passierte da was und sie kamen weiter oder so. Aber diese Übersetzung dieses kleinen Bildchens in meine vorhandene reale Erfahrung mit Hebeln passierte bei denen gar nicht, weil sie noch nie einen Hebel gesehen hatten. Man weiß auch, dass Kinder, wenn man ihnen filmt, die noch nie Schmetterlinge gesehen haben, wenn man ihnen Filme zeigt von Schmetterlingen und sie dann mit realen Schmetterlingen konfrontiert, sie erkennen das nicht. Sie erkennen nicht, dass diese unglaublichen Wesen, die da flattern und so, dass das ist, was sie da gerade gesehen haben. Diese Verknüpfung können sie nicht machen. Und darin liegt die Gefahr unserer Phase jetzt, dass wir noch vergleichsweise fest in der dritten Dimension verankert sind und praktisch unsere Erfahrung auf unsere Kinder projizieren und denken, die würden das auch so erfahren wie wir. Aber die kommen hierher, ganz unbeleckt sozusagen von der dritten Dimension. Und für die ist das alles gar nicht so gut unterscheidbar wie für uns. Es gibt auf YouTube ein kleines Video von einem 10 Monate alten Kind. Und der Vater hat das Kind gefilmt mit einem Tablet und dann mit einer Zeitschrift. Und hat dieses Video genannt, für Babys ist eine Zeitschrift ein Tablet, was nicht funktioniert. Weil das Kind die Zeitschrift da hatte, schöne bunte Bilder, und machte immer so und so und wollte immer, dass die Bilder sich jetzt bewegen. Und blätterte dann weiter und es ging aber nicht. Und dann verlor es ganz schnell das Interesse an dieser bunten Zeitschrift, weil das Tablet offensichtlich kaputt war. Und das müssen wir einfach berücksichtigen, weil sonst
etwas Zentrales unseren Kindern nicht mitgegeben wird. Mich erinnert die jetzige Phase ein bisschen an die Zeit, wo die Seefahrt frisch erfunden war, jetzt im großen Stil, wo man zum ersten Mal riesige Segelschiffe bauen konnte und um die ganze Welt segeln konnte. Super, tolle Errungenschaft, genial, wird niemand was dagegen haben. Aber auf einmal stellt man fest, dass immer mehr Leute, Seeleute, schreckliche Krankheiten kriegten. Ja? Ihnen die Zähne ausfielen und sie einen furchtbaren Tod starben. Und man wusste nicht, woran das lag. Wir wussten das dann, heute wissen wir es, das war Skorbut. Ihnen fehlten Vitamine, die es eben nur auf dem Land gibt. Und da sich bisher noch nie jemand so lange vom Land hatte entfernen können, war das nicht bekannt, dass es da in den Beeren und Kräutern und Salat was gab, was man unbedingt braucht. Das wurde erst deutlich, als man jetzt auf einmal monatelang unterwegs war. Und der Einführungskurs in meinem Neufeld-Institut heißt eben Vitamin B wie Bindung. Bindung ist etwas, was unsere Kinder zentral brauchen. Und dadurch, dass wir alle uns in diese digitale Welt saugen lassen und auch unsere Kinder in diese digitale Welt einsaugen lassen, kommt dieses zentrale Vitaminbedürfnis zu kurz. Das heißt, die Kinder können ihr Potenzial als Menschen gar nicht richtig entfalten, weil ihnen ein zentrales Vitamin fehlt, nämlich diese Bindung, diese Fürsorglichkeit, diese individuelle Interaktion, dieses, wie guckt Mama, wenn ich das anfasse, okay, scheint okay zu sein, oh, jetzt guckt sie besorgt, dann bin ich da jetzt mal ganz vorsichtig. Das sind alles individuelle Kommunikationsvorgänge, die ein Kind nicht mitkriegt, wenn es mit dem Tablet interagiert, ja. Gut, wenn der Opa in Urlaub ist und dann ist ein kleines Kind, kann dann mal bei Skype den Opa sehen. Ja, viele werden aber auch schon die Erfahrung gemacht haben, wenn das Kind wirklich klein ist, es fängt an zu weinen, weil Opa ist zwar zu sehen, aber er kommt da nicht raus und man kann ihn nicht anfassen und es riecht auch nicht nach seiner Pfeife oder wie auch immer. Kinder sind eigentlich davon überfordert. Und wir sollten da mit einer ganz großen Behutsamkeit sie davor schützen, genauso wie wir sie vor Heroin schützen, vor Alkohol, vor Autofahrten oder wie wir ihnen kein Motorrad zum Kindergarteneintritt schenken, weil sie dem noch nicht gewachsen sind. Und Gordon Neufeld, der kanadische Psychologe, auf den ich mich immer beziehe, der vergleicht diesen Entwicklungssprung oder diese Entwicklung, die Kinder eigentlich erst leisten müssen, bevor sie dann eher da hineingeführt werden können, ganz vorsichtig, mit dem Unterschied wie zwischen Raupe und Schmetterling. Wenn ich versuche, einer Raupe in der Krippe das Fliegen beizubringen, werde ich scheitern. Sondern ich muss diese Raupe, die muss ich erst nimmer satt sozusagen durch diese ganzen Bindungs- und Geborgenheits- und 3D-Sachen hindurch futtern. Und dann irgendwann kann sie anfangen zu reflektieren, kann einerseits, andererseits denken. Das ist aber frühestens so mit 6, 7 Jahren bei sensiblen Kindern, auch noch später, kann das anfangen, im Idealfall. Das heißt, die ersten 6 Jahre sollten eigentlich ganz, ganz überwiegend in 3D stattfinden. Und das ist für uns natürlich eine große Herausforderung, weil wir Erwachsenen ja überwiegend, also ich verbringe wirklich, wenn ich arbeite, den größten Teil meines Tages vor einem Bildschirm. Und gleichzeitig unseren Kindern das andere zu gönnen, genauso wie man ihnen eben bestimmte andere Dinge vorenthält. Und sie wollen natürlich nichts lieber, als da auch mitmachen. Sie kommen ja extra hierher, um mitzumischen. Aber sie wollen auch Auto fahren. Und es ist wirklich genauso, wie wir den kleinen, so einen, wie heißen diese roten kleinen Spielzeugautos, auf denen sie so rumrutschen können, wie wir ihnen das geben, könnten wir ihnen auch ein hölzernes Handy geben, ja? Aber nicht ein echtes Handy mit echten Bildern. Und das sollte wirklich für sie die Ausnahme bleiben. Das ist leider nicht bekannt. Wie gesagt, in Deutschland jedenfalls wird gerade in den Grundschulen, die Grundschulen werden alle voll digitalisiert, kriegen Glasfaserkabel und die Kindergärten und die Krippen werden eben auch zunehmend im Sinne der frühkindlichen Bildung digitalisiert. Und wir müssen einfach wissen,
dass wir unseren Kindern kein Alkohol, kein Sex und keine digitale Scheinwelt zumuten sollten, wenn wir möchten, dass sie ihr Potenzial als Menschen voll entfalten können. Soweit. Danke. Sind dazu jetzt noch Fragen? Dann bin ich gerne natürlich da. Ja. Und wer gehen möchte, darf gehen. Dankeschön für Ihren Vortrag. Ich habe leider nicht alles gehört, aber sehr wichtig fand ich den Punkt mit der Körpererfahrung, weil ich denke, das betrifft auch die schon heute Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen. Wer seinen Körper besser kennt, weil er ihn benutzt hat, zum Beispiel Klettern und in der Natur sein, der hat später auch einen besseren Zugang zu seinem Selbst und kann, denke ich, auch gesünder sein und oder zumindest wahrnehmen, was nicht stimmt, besser. Für die anderen ist es sehr viel schwerer zu wissen, was überhaupt vielleicht in einem Moment falsch läuft oder was nicht richtig für den Menschen ist. Absolut. Und da finde ich, das zu betonen, war sehr wichtig auch. Schönen Dank. Ja, und das ist eigentlich einer der entscheidendsten Unterschiede, die uns als Menschen ausmacht, dass wir 90% Innenrezeptoren haben, um die ganze Zeit wahrzunehmen, was in uns los ist, um zu reflektieren. Und nur 10% außen reicht immer noch, ne? Aber ja, genau. Sonst noch? Ja? Ist aus dieser Perspektive vielleicht ein dreidimensionaler Bildschirm, also das 3D-Sehen, für Kinder weniger schädlich als das zweidimensionale Bild? Also ich würde vermuten, da ja unsere 3D-Welt programmiert ist und insofern sozusagen der genialste Computer, der genau auf unsere Bedürfnisse abgestimmt ist, auf die Wachstumsbedürfnisse unserer Kinder, ist die Erde. Und alles, was wir tun können jetzt mit 3D, hat auch wieder all diese Behaftungen von Irrealität, von keine Schwere fühlen. Man kann das natürlich alles nachbauen. Und dann frage ich mich natürlich im Sinne der künstlichen Intelligenz und dieser des Transhumanismus, wenn wir hier diese wunderschöne dreidimensionale Erde haben, für die unsere Körper bereits perfekt abgestimmt sind, warum will man uns dann in eine künstliche 3D-Welt lutschen, wo wir dann Teil einer Maschinerie sind, während wir ja eigentlich als geistige Wesen diese Einheitssehnsucht, die bedient wird mit dem Transhumanismus, wir sind eigentlich alle ein großes Gehirn und so, wir können die ja ganz anders herstellen in uns ohne Opferung unserer Individualität. Das ist ja gerade das Großartige, dass wir einzigartig sein können und eine Einheit bilden. Insofern würde ich sagen, das hieße, den Teufel mit dem Beelzebub austreiben und es wäre nur eine Verfeinerung der Verführung. Hat man ja schon, ne? Mit diesem, ja, genau. Es wird auch kommen und diese Bestrebungen, uns sozusagen in Maschinenwesen zu verwandeln, sind eben im vollen Schwange. Und unsere Bestrebungen, wir selbst zu werden, sind auch im vollen Schwange und ich bin da optimistisch. Ja. Dankeschön, Dagmar. Gibt es noch weitere Fragen? Zeitlich wird es eng, aber noch eine Frage? Nö. Dagmar Neubrunner, Dankeschön. Gern geschehen. Ja, liebe Leute, auf den Tag. Franz Hermann, habt ihr schon gehört? Ich sitze jetzt draußen noch eine Weile an meinem Stand. Wird er bei uns sein, circa ab 11 Uhr. Franz